Moin Freunde und willkommen zurück auf meinem Kanal. Willkommen zu einem komplett spontanen Unboxing-Video. Gerade vor nicht mal 2 Minuten hat der Amazon-Bote bei mir geklingelt und mir ein Messerchen vorbeigebracht, das der Stefan 123321, am Freitag oder Samstag auf Facebook geteilt hatte, dass es da ein Sonderangebot gab. Und ja, da musste ich einfach mal zuschlagen. Ich habe tatsächlich jetzt gerade vergessen, das ist GeoKnife und die gehören als Budget-Marke zu irgendeinem größeren Hersteller. Ich habe aber tatsächlich gerade vergessen, welcher das war. Ich werde es, wenn es mir einfällt oder wenn ich es rauskriege, werde ich selbstverständlich unten in die Videobeschreibung packen. Den Link zu dem Messer oder ein paar ähnlichen Produkten selbstverständlich auch, falls ihr jetzt Bock bekommen habt auf die Teile. Ich würde einfach sagen, schauen wir uns doch einfach mal an, was das Teil so kann und wie so mein erster Eindruck ist. Die Lasche zum Aufreißen befindet sich auf der anderen Seite, da ist auch der Adressaufkleber, deswegen mache ich das mal kurz hinter der Kamera. Und es kommt heraus ein Kartönchen, das mich ein ganz klein wenig an Giant Mouse erinnert. Sehr cool, ganz einfacher brauner Karton. GeoKnife auf der Vorderseite, die Rückseite sagt High Quality GeoKnife. Und hier hinten könnt ihr dann noch sehen, Geo2101C Klappmesser in 10. Aufkleber, Klappmesser, das heißt extra für den deutschen Markt, dann noch einen Aufkleber hergestellt. Finde ich soweit ganz cool, made in China, natürlich, ne? War nicht anders zu erwarten. Und das ist jetzt ganz schön spannend. Unboxing vor laufender Kamera, wo ich es selbst noch nicht gesehen habe. Weiß ich gar nicht, ob ich es überhaupt schon mal gemacht habe. Unboxing schon, aber nachdem ich den Inhalt kontrolliert habe, habe ich ja schon mal gemacht. Das ist jetzt vollkommen neu. Okay, hier steht also nochmal High Quality GeoKnife. Und wir finden das Messer in einem versiegelten, ja, tatsächlich versiegelten Plastiktütchen. Aha, gar nicht schlecht. Und ein kleines Kärtchen ist noch mit dabei. GeoKnife.com, bla bla bla. Remember, knives are extremely sharp, be careful. Und ein QR-Code. Da werde ich ja nachher mal schauen, was es damit auf sich hat und was man da noch findet. Wahrscheinlich kommst du zur Herstellerseite. So, das ist tatsächlich komplett eingeschweißt. Ein Tütchen Silikagel ist auch noch drin. Wir sehen 10. Sandfarbenes, Coyote-farbenes, wie auch immer, G10. Schwarze Hardware. Interessant, interessant. Auf den ersten Blick ein Standard-Pocket-Clip, wie wir sie aus China kennen. Aber das mit der schwarzen Hardware finde ich immer ganz cool. Und alles andere ist hier wirklich sehr geometrisch, sehr gewinkelt, eckig. Erinnert mich im ersten Augenblick so ein ganz klein bisschen an die Sachen von Midgards Messer. Wertfrei. So, Tütchen aufgeschnitten, das wunderschöne Stella dazu benutzt. Da muss ich sagen, kommt auf jeden Fall noch ein Video zu. Seid gespannt, das wird sogar für mich recht interessant. So, Pocket Clip tatsächlich, matt schwarz, sehr coole Sache. Die Schraubenköpfe sind versenkt und flach, auch das ziemlich cool. Deep Carry, so gut es geht, sehr gut eingestellt, Klinge mittig. Sehr kalt das Teil. G10 Backspacer mit Lanyard Öse hinten. Schöne Konstruktion, gefällt mir. Sieht alles sehr sauber aus. Anschlagpin, auch das gefällt. Also auf den ersten Blick, hier GeoKnife gelasert. Auf der Rückseite können wir schon sehen, D2 als Stahl. All das macht bis jetzt einen sehr positiven Eindruck. Machen wir direkt einen Spidey Flick als allererstes. Kalt aus der Packung. Yes, baby. Ja. Wir haben eine modifizierte Schiebsfootklinge oder Reverse Tanto, wie auch immer ihr wollt. Aber ich muss sagen, auf den ersten Blick, das gefällt mir fast besser als das, was es damals so von Enlan und Sanrenmu und so gab. Jetzt bin ich kein besonderer Fan der Klingenformen, das muss ich ganz klar dazu sagen. Aber alles in allem, ja, ein bisschen Öl ist drauf, Sekunde, ganz feiner Film. Aber alles in allem, das macht einen extrem sauberen Eindruck. Liner Lock verriegelt prima. Die Liner haben eine ordentliche Stärke. Der Cutout ist so gewählt,
dass ich den Liner extrem gut, extrem gut lösen kann. Alter Verwalter, das macht ja richtig Laune. Hey, das Ding hat einen richtigen Fidget, einen richtigen Spielfaktor. Boah. Ich bin gerade so ein bisschen begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen. Stefan, vielen Dank für diesen Tipp. Hammer. Jimping, Medium Traction, also mittlere Traktion, mittlerer Grip. Skelettierte Liner sehe ich. Ja, und zwar auf kompletter Länge skelettierte Liner. Klinge fällt fast frei. Das, wie gesagt, das Ding ist arschkalt, kommt gerade aus dem Lieferwagen, ne? Ja, nicht schlecht, Herr Specht. Schauen wir uns doch mal kurz an. Wir wissen jetzt, welche Materialien wir haben. Klingenlänge maximal ziemlich genau 8 cm. Gesamtlänge des Taschenmessers 18,5 exakt. Das heißt, wir haben hier ziemlich genau die 4 Zoll Griffgröße. Achsschraube ist sogar noch ein ganz klein bisschen, ja, ich will nicht sagen verziert, aber ein bisschen aufgepeppt. Auch das sieht sehr cool aus. Alles Torx-Schrauben, das ist auch hervorragend. Spiel im Detent gibt es gar nicht. Klinge wird sauber reingezogen. Und wie ist der Anschliff? Ah, Winzigkeit, ein Bruchteil von einem Millimeter ganz vorne ist vielleicht im Winkel ein bisschen anders als der Rest. Eine Winzigkeit vorne zur Spitze hin. Der Rest ist extrem sauber. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen, wenn das Licht eingefangen wird in der Phase. Das ist ein sauberer Anschliff. Wir haben eine Schleifkerbe. Ja, für den Vorgriff ein ganz klein bisschen zu klein. Aber ganz ehrlich, das Messer bietet einen Vierfingergriff. Grip, also Raum für vier Finger, wenn ihr locker greift. Ja, natürlich, ne? Also deutlich unter 20 cm Gesamtgröße. Da machst du natürlich ein bisschen Abstriche. Also, alter Falter. Wir haben jetzt durch das Angebot bezahlt, also diejenigen, die zugeschlagen haben, unter 20 Euro. Der reguläre Preis für dieses Messer ist unter 50 Euro. Also irgendwie im Bereich 46, 48 Euro, sowas um den Dreh. Ja, und das sehe ich absolut. Also selbst zum normalen aufgerufenen Preis, das, was du hier bekommst, ist absolut, absolut brutal gut. Die Verarbeitung ist also allererste Sahne. Wie gesagt, ich habe komplett vergessen, welche Marke dahinter steht, ob das jetzt Concept Knives war oder wer auch immer. Ich habe es komplett ausgeblendet. Stefan hat es in dem Thread nochmal erwähnt. Ich habe es vergessen. Ja, wie gesagt, wenn ich es noch rausfinde, werde ich es dazu schreiben. Ansonsten Geo Knife oder Geo Knives, das 2101, das 2101C kriegt von mir auf den allerersten Blick, aufs allererste Ausprobieren definitiv eine Empfehlung. Was ein cooler Budget-Klapper. Stefan, vielen, vielen Dank für den Tipp. Euch allen vielen Dank fürs Zuschauen. Einen schönen Tag, einen schönen Abend, wann immer ihr das Video schaut. Und ich sage wie immer, wir sehen, hören und lesen uns schon bald wieder. Bis dahin. Bye, bye.